Oha. Wir haben da hinten eine Wurzel gefunden. Ist das die Wurzel allen Übels? Aber hoffentlich ist das jetzt kein tödliches Miasma. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enshrouded. Wir haben ja das letzte Mal unsere Hütte hier umgebaut, wo man hinten ja das sieht, wo wir oben unsere Galerie quasi gebaut haben. Machen wir nochmal eine kurze Roomtour. Hier oben bauen wir dann unser Schlafzimmer bzw. unser Gemächer hin. Das hier ist die Empore oder die Galerie. Und dann kommt man hier hinter in den Handwerksbereich. Ich habe hier jetzt noch ein paar Kisten hergesetzt, wie ich es gesagt habe. Und genau, so schaut's aus. Und hier habe ich mit Absicht alles offen gelassen, weil wir haben ja die Schmiede am Laufen, den Ofen und das Trockengestell. Da braucht man Luft. Also jetzt nicht technisch gesehen im Spiel, aber es macht einfach für mich so viel Sinn. Genau, was machen wir heute? Ich habe mir überlegt, wir gehen hier nach hinten. Wir haben nämlich hier eine Geschichte des Feuers. Wir haben hier hinten ein Plünderer versteckt noch in der Nähe von der Krypte des Alchemisten. Das könnte man noch mitnehmen. Und je nachdem, wie die Zeit ausreicht, könnten wir noch an dem Refugium vorbeilaufen. Und da würden wir gleich mal ein paar Sachen abgrasen quasi. Dass wir uns erstmal in unserem Gebiet noch ein bisschen umschauen, bevor wir weiter marschieren. Genau. Jetzt habe ich mir das mal markiert. Jetzt nutzen wir hier unseren Absprungpunkt. Wie kommen wir da jetzt am klügsten rüber? Wir könnten hier hinten rum technisch gesehen marschieren. Weil hier hinten kommen wir ja auf jeden Fall hoch und können dann darüber marschieren. Genau, da sind wir wieder bei dem Lager, wo ich euch am Anfang schon gesagt habe, dass ich da ganz gerne am Anfang meine Metallteile herhole. Und jetzt sind wir da einmal drüber geflogen. Aber unser Ziel ist es ja nicht, die gleichen Gegner nochmal zu machen. Sehr schön. Sondern weiterzukommen. Ich sollte vielleicht noch mein Wasser wieder unten hinpacken. Gut. Dann gönnen wir uns gleich mal ein Schlückchen Wasser. Weil wir es können. Und ich habe gerade gesehen, ich habe unten noch ein rohes Fleisch dabei. Hätte ich auch noch vorbereiten können, aber... Dieser Sprungangriff ist echt gut. So, ich will hier hinten rumreisen. Ah, dann kommen wir, glaube ich, sogar direkt am Refugium der Flammen vorbei, kann das sein. Mal kurz was gucken. Ah ja, den Rucksack haben wir uns ja auch schon gemacht. Genau. Höhlenpassage. Funktioniert immer noch am besten, wenn man sich nicht auf einen langen Schlagabtausch einlassen will. Diesmal habe ich ein paar Dietriche dabei. Feuerball und Stein, Feuersteinpfeil. Das ist fein. Da
Hier vorne ist wieder ein Wolf zumindest. Und langsam habe ich es auch mit dem Parieren ein bisschen raus. Wie ihr vielleicht gesehen habt, wenn es nicht zu dunkel war. So. Oha, das ist dieses tödliche Miasma. Und wir sind die ganze Zeit so an der Ecke davon, dass wir im Miasma drin sind und draußen sind. Faszinierend. Ich glaube, hier bin ich echt noch nicht durchgelaufen. Hm. Passt. Dann marschieren wir mal hier auf jeden Fall weiter. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden. Laufen wir straight erst schnell zum Refugium der Flammen? Das müsste jetzt genau relativ geradeaus vor uns sein. Aber das ist schon echt schön gemacht hier überall. Wenn ich mich hier umschaue, an jeder Ecke ist irgendwo was, was mir gefällt. Und ich bin ehrlich gesagt richtig gespannt, wo es noch überall hinführt, was sie noch alles machen werden. Was sie jetzt noch wirklich vorhaben, was sich noch verändern wird. Die neuen Gebiete, die dann nacheinander, oha, freigeschaltet werden. Hm, hier war ich doch schon mal. Aber ich bin von der anderen Seite ausgekommen. An das kann ich mich erinnern, diesen Bauernhof. Weil hier habe ich nämlich einmal überlegt, mir eventuell eine Basis oder eine Hütte aufzubauen. Ne? Sammeln wir ein, was geht. Pflanzenfasern können wir ja einmal brauchen. Also so grob. Genau. Weil ich habe nämlich geschaut, wenn ich ihn hier platziere, quasi diesen Stein, dann endet es hier am Zaun. Das heißt, hier vorne würden dann nach wie vor die Maiskolben respawnen. Und ich fand das eigentlich eine coole Idee, die Ruine wieder herzurichten. Oh, es gibt so viele Sachen, die ich hier gern machen würde. Gut, da hinten müsste das Refugium der Flammen sein. Angegriffen. Nein. So. Jetzt haben wir noch Tomaten. Okay, das Refugium der Flammen ist hier irgendwo oben auf dem Berg. Gibt es hier noch was für uns? Spinnen gibt's hier für uns. Ja. Genau das, was man sich immer wünscht. War eine Kiste oder so? Oha. Ich mag die Guillotine. Vor allem mag ich irgendwie so diese Gegensätze. Wir spielen einen grundsätzlich schnellen Charakter mit einer schweren Waffe. Einen akrobatischen Charakter mit einer schweren Zweihänderwaffe. Oha. So schleiche es sich. Ein Heiltrank. Und Bandagen. Passt.
Also da irgendwo da hinten müsste es nach oben führen. Wenn jetzt nicht schon wieder die Nacht kommen würde. Oha! Müssen wir dann einen weiteren Weg außenrum gehen? Ich weiß es nicht. Weil es wirkt halt doch, als wäre es deutlich weiter oben. Aber wo ist hier der Aufgang? Das sehen wir hier nicht. Und ich würde es halt schon eigentlich gerne mitnehmen, ne? Ich glaube, da können wir uns jetzt halt ewig lang absuchen. Aber in der Dunkelheit werden wir es nicht wirklich sehen, ha? Okay, das war entweder dumm oder mutig. Da. Friedlicher Acker. Ratte. Also meine Idee ist es jetzt simpel, ein Bett zu finden. Oh, unsere Fackel ist kaputt. Wir haben wieder eine neue Fackel. Und wir hätten fast die Silberküste hier übersehen. Mensch. Also dafür ist einfach ein Loch im Dach einfach super praktisch, ne? Um zu sehen, wann die Sonne aufgeht. Und man hat immer frische Luft die ganze Nacht hindurch. Jo. Oh. Ein komischer Hase. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit Beleuchtung an. Hier hinten kommt man eventuell hoch und kann dann einen beschwerlichen Weg antreten, weil hier sehe ich jetzt nirgendwo wirklich Ecken, wo wir hochklettern könnten. Beziehungsweise hier. Hier wird uns ein Weg angezeigt. Dann werden wir diesem mal folgen, oder? Okay, wir brauchen Wasser und ein bisschen schnellere Ausdauerregeneration. Oha, wir haben da hinten eine Wurzel gefunden. Ist das die Wurzel allen Übels? Aber hoffentlich ist das jetzt kein tödliches Miasma. Dann hauen wir das Ding doch gleich mal um. Einen neuen Fähigkeitenpunkt. Wir haben eine Wurzel ausgelöscht. Okay, das ist anscheinend so ein Weg, der hier quer rüber führt. Sehr schön. Wir haben eine Miasma-Wurzel gefunden. Für alle, die es interessiert, die ist genau hier. Also, da ist das Anfangsgebiet.
da oben ist der Turm. Genau hier ist die Miasma-Wurzel. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt wirklich unseren Bergweg antreten. Andere gehen in die Berge, wir laufen in den Berg. Auf den Berg. Sind wir jetzt da? Jawohl, ja. Das Refugium der Flammen heißt uns willkommen. Gut, was haben wir hier? Diese Liebenden suchten Zuflucht in der Flamme, aber sie wärmte sie nicht mehr. Bringe den Funken der Flamme zu deinem Flammenaltar. Okay, lesen. Meine liebste Helene, bitte schlucke deine Tränen hinunter und setz dich zu mir. Lass uns über das Tal blicken, wie wir es einst getan haben. Die untergehende Sonne und die fallenden Blätter erinnern mich an unsere kostbare Zeit gemeinsam. Lass uns diese Stunden teilen, bevor sie vom Miasma verdorben werden. Komm und lege deinen Kopf an meine Schulter, meine Narzisse. Für immer dein Salim. Wow. Wieder eine tragische Geschichte. Wir haben den Funken der Hoffnung. Sehr schön. Jetzt haben wir dieses Refugium der Flammen auch abgehakt und haben nochmal einen kleinen Einblick in eine tragische Liebesgeschichte bekommen. So. Und jetzt, finally, geht's hier hoch Richtung eine Geschichte des Feuers. Geht in die Richtung. Und dann nutzen wir direkt den Weg hier oben. Müssen wir dann durch dieses Miasma hindurch? Ah, das ist der Acker. Wir müssen hier eine ganze Ecke weiter und ich denke mal, wir müssen hier rumlaufen, dass wir da vorkommen. Das heißt, da Richtung Kante oder so. Da haben wir auf jeden Fall wieder einen Altar. Wir werden angegriffen von Wolf. Der war ein bisschen stärker. So. Wir sind nur noch 80 Meter entfernt. Also führt uns der Weg direkt dahin. Position erreicht. Da ist der Obelisk. Da führt der Weg rüber. Obelisk, der Erbauer. Durchsuchen. Reisestiefel. Ja, ein Träumchen. Lesen. Müde. Als Kinder taten wir so, als würden wir sie lesen, aber die Obelisken verbergen ihre Wahrheit vor uns. Ich war ein Narr, als ich dachte, ich könnte hier eine Lösung für meine Probleme finden. Niemand erhört meine Gebete und ich bin so müde. Ich wünschte, du wärst an meiner Seite, Bruder. Verzeih mir, Vettel. Vettel, von dem haben wir doch schon mal was gehört. Nun gut, und dann lesen wir mal den Obelisken.
Die Welt erlischt, ihre Flamme erstickt. Die Menschheit wird vergehen wie alle Wesen. Ihr Licht wird kleiner und erlöschen, ohne von der ewigen Flamme berührt worden zu sein. Bedeutungslos und winzig im Angesicht der nahezu endlosen Einsicht, die hell leuchtet. Sie zerfällt zu Staub, während wir zu Feuer werden. Ein endloser Zyklus aus Zerstörung und Chaos. Cool. Dann haben wir ein bisschen mehr von der Lore erkundet. Jetzt haben wir den Obelisken abgehakt. Wie es aussagt, die Zeit. Plünderer-Versteck ist halt da auch noch, gehört zum Tagebuch. Das Plünderer-Versteck. Machen wir das aktiv, ne? Dann können wir vielleicht noch schnell hinlaufen. Dann schauen wir mal, wie groß das ist. Vielleicht machen wir das noch schnell. Rocken das noch durch. Gib mir Honig. Okay. Wir wollen auf jeden Fall eher oben bleiben. Oh. Praktisch. Standort oben. Unsere Buffs sind noch aktiv. Okay, das ist jetzt nicht so riesig, hä? Oh, bist du in deine eigene Falle gelaufen? Schnell mal um unsere Ausdauer kümmern. Ha. Keine Munition. Oha. Da war ja eine Mine. Ist da noch jemand? Ich hasse es, überrascht zu werden, also. Komm raus. Öffnen. Heulende Klinge. Wir haben eine legendäre Waffe. Das ist... Bist du ein Zweihänder? Aber die hat nur 14 Schaden, Mann. Wie un... Das ist ja... Warum? Warum? Das möchte ich nicht. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Jetzt haben wir eine coole Waffe bekommen, die uns faktisch nichts bringt, weil sie zu schwach ist. Wir können sie jetzt auf jeden Fall mal testen. Aber was sollen wir machen? Wir können sie mal aufbessern. Ich weiß nicht, ob da auch der Status, also der Schaden hochgeht. Müsste ich mir nochmal angucken. Aber wir haben trotzdem einigermaßen viel geschafft heute. Können wir uns mal kurz ausruhen. Ja, wir haben einiges geschafft. Wir waren am Refugium der Flammen und haben einen Funken bekommen. Wir haben den Obelisken der Erbauer entdeckt und gelesen und etwas mehr über die Lore rausgefunden, so ein bisschen. Und wir haben noch ein Plünderer-Versteck ausgenommen. Also von dem her war es mehr als erfolgreich heute. In der nächsten Folge könnten wir uns überlegen, wenn wir eh noch hier im Eck sind, dass wir hier nochmal herschauen, in der Salzmine, um die Quest zu machen. Oder wir holen uns hier ein ewiger Zauber.
dass wir uns da nochmal hinbewegen. Da hätte ich schon auch hart Bock drauf. Egal, wie wir uns entscheiden, wir werden auf jeden Fall unsere Sachen erstmal ablegen müssen. Und ja, ich werf einfach eine Münze und schau mal. Als kleiner Hinweis noch, ich habe aktuell im Community-Bereich eine Umfrage am Laufen, weil ich am Überlegen bin, dass wir einmal in den Baumodus von Enshrouded voll rein eskalieren und dass ich das in einem Livestream mache. Und wenn Interesse besteht, schaut's mal kurz in den Community-Tab bei mir. Ihr könnt's einfach kurz mit abstimmen, was ihr davon haltet, ob wir das mal gestreamterweise machen sollen, damit wir uns da wirklich Zeit nehmen können. Und dieses Let's Play bleibt davon unangetastet. Also ich werde dieses Let's Play trotzdem spielen, werde die Quest spielen, werde erkunden und so weiter. Wir würden halt nur separat in dieser Welt uns eine riesige Hütte erschaffen. Mit eventuell sogar einem Gast, wie sich jetzt halt langsam abzeichnet. Nehmt euch kurz die Zeit, wenn ihr Bock habt. Sagt mir eure Meinung dazu. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr könnt mir auch einfach einen Kommentar dazu dalassen. Ist auch alles cool. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Mal alles Gute, danke fürs Einschalten und bis bald. Ciao.